Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Nachdem es letzte Woche ja um die besten Deals und Schnäppchen ging, heute mal wieder mit einem ziemlichen Overkill-Projekt. Und zwar habe ich mir in den Kopf gesetzt, mal wieder ein richtig geiles Mini-ETX-System zu bauen, das nicht nur heftig aussehen soll, sondern vor allem auf so geringem Raum wie möglich so viel Leistung wie möglich unterbringen soll. Ich habe ja schon immer eine Vorliebe für Mini-ETX-Builds und einer meiner ersten PCs, die ich auf diesem Kanal hier vorgestellt habe, war damals mein eigenes Mini-System im Kugaku BX-Gehäuse. Das übrigens eine Top-Empfehlung für Leute mit schmalem Geldbeutel ist, die sich ein ETX-System zusammenbauen wollen. Den PC verwende ich auch heute noch als Testsystem für Grafikkarten und verbaut war ursprünglich ein i7-4770 Quad-Core-Prozessor und eine RX480 8 GB von Asus. Das Problem mit ITX-PCs ist jedoch eigentlich immer dasselbe, und zwar die Temperaturen. Denn wer viel Leistung auf wenig Raum unterbringen will, produziert zwangsläufig auch viel Abwärme bei wenig Kühlfläche und somit war es vor ein paar Jahren quasi noch unmöglich, richtige High-End-PCs in ITX-Gehäuse zu bauen. Inzwischen ist es jedoch so, dass es gewissermaßen einen Trend zu diesen Mini-PCs gibt und viele Hersteller versuchen, den Kundenwunsch nach immer kleineren Gehäusen mit möglichst wenig Kompromissen zu erfüllen. Den Ansatz finde ich persönlich extrem gut und ich habe mir vor einiger Zeit das Projekt in den Kopf gesetzt, einen ITX-PC mit einem Intel 8-Kern-Prozessor und einer RTX 2080 Ti zu bauen, der trotzdem geil aussieht und keine Probleme mit den Temperaturen hat. Das Ganze ist natürlich ziemlich gewagt, weil wie wir wissen, sowohl die 2080 Ti als auch vor allem die Intel 8-Kerner ziemliche Hitzköpfe sind und wir im Worst Case über 500 Watt Abwärme abführen müssen. Und dass bei so einem Projekt eine normale Luftkühlung schon alleine aufgrund der Ausmaße von guten Luftkühlern, wie zum Beispiel einem Noctua NHD 15, keinen Sinn macht, versteht sich eigentlich von selbst. Daher war ich auch umso mehr gehypt, als vor nicht allzu langer Zeit das Radeontech Opheion und vor allem das Opheion Evo vorgestellt wurden. Ich habe damals nämlich ein Video vom YouTuber OptimumTech gesehen, übrigens einer meiner englischen Lieblings-YouTuber, schaut da gerne mal vorbei, habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und als ich das Case zum ersten Mal gesehen habe, war ich ziemlich hin und weg, weil das Ganze eigentlich einfach zu gut klingt, um wahr zu sein. Mini-ETX-Formfaktor komplett aus Aluminium gefertigt, Full-Size-Grafikkarten bis zu 33 cm auf der Rückseite vom Mainboard-Tray, Unterstützung für ATX-Netzteile, Platz für einen 240er Radiator im Deckel und sogar zwei Sichtfenster aus getöntem Glas. Also eigentlich der absolute Traum von einem Case und darum stand natürlich für mich eigentlich auch sofort fest, dass ich in dem Teil ein PC-Bild machen werde. Und genau das werden wir jetzt und in den nächsten Wochen tun. Wir werden das Case mit mächtig Hardware und natürlich auch RGB füllen und darum werde ich euch heute in dem Video erstmal die ganze Hardware und meine Ideen für das Projekt vorstellen. Ihr könnt da nämlich auch selbst noch ein bisschen mitentscheiden später im Video und nächstes Mal gibt es dann den fertigen PC und natürlich auch die Benchmarks und Spieletests dazu zu sehen. Herz des PCs wird ein Intel Core i7-9700K 8-Kern-Prozessor, ganz einfach, weil ich noch keinen von den neuen Intel 8-Kern-Prozessoren testen konnte und ich super gespannt bin, ob wir es wirklich schaffen, das Teil in dem kleinen System kühl zu halten und eventuell sogar wirklich ein bisschen übertakten können, denn 5 GHz auf allen 8 Kernen, das wäre schon eine echt feine Sache. Auf dem Papier zumindest ist die CPU mit 8 Kernen, die schon ab Werk mit bis zu 4,9 GHz Turbotakt auf einem bzw. 4,6 GHz auf allen Kernen takten, ein echtes Monster und auf jeden Fall eine der schnellsten Spiele-CPUs, die man aktuell kaufen kann. Natürlich hätte man an der Stelle auch einen i9-9900K nehmen können, der doppelt so viel Threads bietet, aber da das System ein reiner Gaming-PC werden soll, war mir die minimale Mehrleistung, die zusätzliche Abwärme und vor allem das zusätzliche Geld nicht wert. Zum Einsatz kommt das Teil auf einem Gigabyte Z390i Aorus Pro Wi-Fi Mainboard und damit einem richtigen High-End-Modell, bei dem trotz Mini-ITX-Formfaktor quasi keine Kompromisse eingegangen werden müssen. Denn das Teil kommt mit etlichen Funktionen und Features, Support für RAM bis zu 4400 MHz, zwei M2-Slots für schnelle NVMe-SSDs, einem verstärkten PCI Express X16-Slot, dem High-End ALC1220 Soundchip, USB-C am I/O-Panel, einer hochwertigen Spannungsversorgung, RGB-Beleuchtung, trotz der Größe zwei zusätzlichen RGB-Headern und drei Lüfteranschlüssen und obendrauf sogar WLAN. Insgesamt also im Board, was alles bietet, was wir brauchen können und sogar mehr und damit eigentlich die perfekte Grundlage für dieses System. Die beiden RAM-Slots werden mit insgesamt 32 GB, also zwei 16 GB Riegeln, Team Group T-Force Nighthawk RGB-RAM gefüllt, die mit 3200 MHz und CL16 arbeiten. Und ich habe den RAM nicht nur gewählt, weil er verdammt geil aussieht und optisch perfekt zum Gigabyte-Board passt, sondern vor allem, weil er Gigabyte Fusion unterstützt und sich somit später nahtlos in die RGB-Beleuchtung des Systems einfügt. Und jetzt kommen wir zum wohl interessantesten Teil, und zwar der Grafikkarte.
Eigentlich habe ich mir nämlich gedacht, dass hier eine Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti Windforce rein sollte. Ganz einfach aus dem Grund, weil Gigabyte einer der wenigen Hersteller ist, die mit ihrer Windforce ein Kühldesign haben, was wirklich die 2-Slot-Breite einhält, ohne dabei irgendwelche Kompromisse einzugehen. Denn der Kühler ist dafür bekannt, zum einen sehr gut zu kühlen und zum anderen auch echt leise zu bleiben. Und weil direkt vor der Karte ja ein Tempered Glass Seitenfenster sitzt und sie daher eigentlich nur durch die Fugen an den Seiten atmen kann, war ich natürlich auch erstmal ziemlich fixiert darauf, wirklich eine reine Dual-Slot-Karte zu verwenden, um sicherzustellen, dass auch wirklich genug Abstand zum Seitenfenster und vor allem genug Luft zum Atmen für die Karte da ist. Denn wer keine Lust hat, das Case irgendwie zu modifizieren oder vielleicht sogar das Seitenfenster komplett abzulassen, für den ist die Windforce mit Sicherheit die allerbeste Wahl für dieses Case. Irgendwie habe ich mich in der Zwischenzeit dann aber doch in das Aorus Extreme Custom Design von Gigabyte verliebt, nicht nur weil sie einen fast 150 MHz höheren Boost-Takt hat, sondern vor allem, weil sie meiner Meinung nach einfach komplett heftig aussieht mit diesen beleuchteten Lüfterblättern. Und ich habe dann mal versucht, diese Karte ins System zu quetschen und ja, es hat leider nicht auf Anhieb funktioniert, denn wie ihr sehen könnt, ist die Karte einfach viel zu fett für das Case. Und jetzt stehe ich aktuell vor der Entscheidung, ob ich a. entweder einfach die Windforce verwenden soll, so wie ich es eigentlich geplant hatte, oder b. das Case hinten leicht ausfräsen und mir ein Custom-Seitenfenster mit Löchern anfertigen lassen soll, damit die Karte überhaupt reinpasst und genug Luft bekommt. Und an der Stelle seid jetzt ihr gefragt, ich werde nämlich oben mal eine Abstimmung verlinken und damit euch die Entscheidung überlassen, wie es mit dem Projekt weitergeht. Aber egal welche RTX 2080 Ti wir auch wählen, eins ist klar, wir haben damit eine der aktuell schnellsten Grafikkarten, die man überhaupt kaufen kann im System und es sollte mit dem PC sogar möglich sein, die meisten aktuellen Spiele mit über 60 FPS in 4K zu spielen. Jedenfalls ist es meine erste Karte aus GeForce 2000er bzw. RTX Serie, über die ich im Vorfeld ja ziemlich gelästert habe und ich bin persönlich echt mega gespannt, wie die Karte so performen wird und natürlich finde ich es auch echt cool, jetzt eine Möglichkeit zu haben, mal die neuen Features wie Raytracing und was ich persönlich noch viel interessanter und bedeutender finde, DLAA zu testen. Weil gerade bei Raytracing soll es ja so sein, dass wohl selbst die schnellsten RTX-Karten teilweise nicht dazu in der Lage sind, konstante 60 FPS zu halten und das wohlgemerkt in Full-HD-Auflösung. Ich denke also, dass da auch noch ordentlich Testpotenzial ist und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein, was wir mit der 2080 Ti noch so anstellen werden. Und wenn auch ihr irgendwelche Ideen oder Wünsche habt, was ich unbedingt testen soll oder welche Spiele ich mit in die Liste aufnehmen soll, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Als Systemspeicher kommt die brandneue und 1 TB große Crucial P1 M2 SSD zum Einsatz und damit die erste NVMe SSD von Crucial. Sie erreicht Leseraten von bis zu 2000 und Schreibraten von bis zu 1700 MB pro Sekunde, ist damit deutlich schneller als klassische SATA SSDs, aber ganz klar auch kein High-End-Modell. Die P1 ist in der Mittelklasse angesiedelt, dafür aber natürlich auch deutlich günstiger als die meisten Konkurrenten und am Ende wird man im Alltag den Unterschied zwischen einer Crucial P1 und zum Beispiel einer 150 Euro teureren Samsung 970 Pro mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eben nicht spüren. Als Massenspeicher und FPS-Booster für den PC kommt in dem System mal eine ganz besondere SSD zum Einsatz. Und zwar mit der Team Group T-Force Delta R eine SSD mit RGB-Beleuchtung, die ebenfalls Gigabyte Fusion unterstützt und auf jeden Fall eine optische Bereicherung für das System ist. Das ist eine klassische SATA-SSD mit ca. 560 MB pro Sekunde Lese- und Schreibraten und einer Kapazität von ebenfalls 1 TB. Und wenn wir schon beim Thema RGB sind, dann kommen wir auch direkt zur Kühlung des PCs, denn hier kommt die Ryogentec Orcus 240mm AEO Wasserkühlung zum Einsatz, die mit zwei schicken RGB-Lüftern ausgestattet ist. Bei der Wasserkühlung leuchten aber nicht nur die Lüfter, weil die Pumpe separat am Schlauch angebracht ist, konnte Ryogentec in den CPU-Block, da wo eben sonst die Pumpe sitzt, ein Sichtfenster mit RGB-Beleuchtung einbauen, indem man sogar das Wasser durch eine kleine Durchflussanzeige fließen sehen kann. Die Beleuchtung von Lüfter und Pumpe werden durch einen kleinen Hub gesteuert, den man entweder direkt am Mainboard über Gigabyte Fusion steuern kann oder sogar alternativ, wenn man kein RGB-fähiges Mainboard hat, mit einer beiliegenden Fernbedienung. Und genug Power für das System stellt in dem Fall das neue Seasonic Focus SGX 650 Watt Netzteil im SFXL Formfaktor mit 80+ Gold Zertifizierung bereit. Das ist erst vor kurzem erschienen, ist voll modular semi-passiv, das heißt bei wenig Last sogar unhörbar und selbst bei Last aufgrund des 120mm Lüfters schön leise. Das ist wahrscheinlich eins der besten und stärksten SFX Netzteile, die man aktuell kaufen kann. Natürlich stark genug selbst für den 9700K und die 2080 Ti. Das Case habe ich euch ja schon vorher ausführlich vorgestellt und ja, das waren sie jetzt erstmal die Komponenten. Lasst mich gerne mal wissen, was ihr dazu so zu sagen habt, wie findet ihr meine Auswahl, was haltet ihr von Mini-ITX-Systemen und vielleicht seid ihr ja sogar selbst solche ITX-Fetischisten wie ich.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu so zu sagen habt und natürlich vor allem auch, was bei meiner Grafikkartenentscheidung rauskommt. Je nachdem, wie die Entscheidung ausfällt, wird das Projekt natürlich noch ein klein wenig Zeit in Anspruch nehmen, vor allem wenn ich wirklich Anpassungen am Case vornehmen muss. Aber ich muss sagen, das ist auf jeden Fall eins der Projekte, auf die ich in nächster Zeit wirklich am allermeisten Bock habe. Ganz einfach, weil es quasi der PC ist, von dem ich schon immer geträumt habe. Und damit soll es jetzt mal wieder von meiner Seite gewesen sein. Ich hoffe, das Video und die Konfiguration haben euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video.